Ah! Ich sterbe! Ich glaube, mein Tod ist ganz nah. Ich verfall dem Wahnsinn, mich packt die Panik. Vielleicht werde ich ja vom Bus überfahren oder verschluck aus der Dönerbox die Plastikgabel. Ich glaub, das war's, denn mein Tod ist ganz nah. Ich blick in den Spiegel, seh den nackten Wahnsinn. Vielleicht komm ich auf die Drogen nicht klar oder verschluck aus der Dönerbox die Plastikgabel. Es gibt zu viele Wege, den Löffel abzugeben. Zum Beispiel fährt mir gerade der Bus vor der Nase weg. Heißt, ich liege am Wege, mein Kopf ist platt getreten. Also geb ich den Löffel deiner Mutter am HBF. Kuchen, hab Angst vor den Gefahren des Lebens, hab Angst, nach der Ampel in einen Abgrund zu treten. Oder am Badesee beißt mir so ein Schwan in den Penis. Oder ich sterbe an Magersucht, nein, warte, der geht nicht. Drei für die Klapse, denn weißt du, ich schlafe seit 3 Jahren nicht mehr. Ich bin geistig um Nachtdück, muss klarkommen, doch weiß nicht, was ich eigentlich mache. Ich beiß mich durchs Leben heiß durch die Dreiviertelpappe. Ich häng mit deiner Mom in einer Versagerkneipe. Schwanz in ihr Bier, dann hat sie ihr Bananenweizen. Wir gehen zu ihr in ihrem Arsch, doch steckt ihr Armbandreifen. Fahr glücklich nach Haus, doch krieg ein Ast zwischen die Fahrradspeichen. Und bremst mit dem Gesicht, hör nicht auf zu sterben, Digga, man, kein Ende ist in Sicht. Überall könnte ich umkommen, die Radieschen von unten sehen. Ja, ich weiß, ihr habt mich geliebt, doch jetzt muss ich gehen. Ich glaube, mein Tod ist ganz nah. Ich verfall dem Wahnsinn, mich packt die Panik. Vielleicht werde ich ja vom Bus überfahren oder verschluck aus der Dönerbox die Plastikgabel. Ich glaub, das war's, denn mein Tod ist ganz nah. Ich blick in den Spiegel, seh den nackten Wahnsinn. Vielleicht komm ich auf die Drogen nicht klar oder verschluck aus der Dönerbox die Plastikgabel. Ich drück im Studio einen Helm, Digga, nur für den Fall. Dreh die Boxen auf und sterb an einem Hörsturz durch den Knall. Komm mir nicht so stani mit Badewanne und Föhn. Ich lieg mit Badewanne und Föhn in der Badewanne und Föhn. Meine Haare gerade, vermeide kein Kabelbrand. Ist doch schön, ihr müsst euch, wenn ihr bei mir seid, an die Atemmasken gewöhnen. Denn mein Leben ist gefährlich, weil ich dumm bin. Und ich denke, dass alles um mich herum mich umbringt. Ich kann im Sommer nicht alleine rausgehen. Ich denk, ich erleide Hautkrebs. Morgen arbeiten, ich denk, ich sterb, wenn ich nach 3 noch aufkuchen. Ich laufe durch die Stadt mit nem Snickers. Vielleicht stolpere ich recht tödlich über den Bart eines Hipsters. Panische Kinder, ich steiger mich rein. Komm klar, mach passiert was. Doch ich bin safer, mich nur eins von 3 Pianos erwischt hat. Ich immer schon gut ausweichen, sag ich voll sicher. Und erzähl Stories, von denen am Ende gar nichts gestimmt. Als wollte ich, bin nicht so ein hypochondrischer Keck. Ich hab lang genug gekratzt, meine Hirntumore sind weg. Vielleicht bin ich in ein paar Jahren ja der liebevolleste Dad. Doch unser Familien-SUV wird vom 40-Tonner zerquetscht. Ich glaube, mein Tod ist ganz nah. Ich verfall dem Wahnsinn, mich packt die Panik. Vielleicht werde ich ja vom Bus überfahren oder verschluck aus der Dönerbox die Plastikgabel. Ich glaub, das war's, denn mein Tod ist ganz nah. Ich blick in den Spiegel, seh den nackten Wahnsinn. Vielleicht komm ich auf die Drogen nicht klar oder verschluck aus der Dönerbox die Plastikgabel. Ich komm zum Onkel Doc, ich hab wegen der Grippe geflunkert. Ich brauch einen gelben, aber fall plötzlich ne Klippe hinunter. Ah nee, war doch nix, und sie gibt mir ne Nummer. Ich sitz im Warteraum zuckend wie ein behinderter Junge. Und dann komm ich dran, Onkel Doc, ich hoffe, sie finden die. Ich glaub, das sorgt dafür, dass ich immer fast erstick, wenn ich bumse. Ich hab in der Mittelbrust, wo es kitzelt, so ne picklige, runde, siffige Stelle, die trieft und manchmal zieht es bis in die Lunge. Mein Fuß ist auch verknackst, hören Sie, das ist neu. Immer wenn ich den so drehe, kommt ein körniges Geräusch. Ich hab letztens mal gelesen, da stand drin in der Broschüre, man soll erstmal ja keine Angst haben vor Brotkrümeln. Ich merk, dass ich mich auf der Arbeit nicht mehr wohlfühle. Mir einbilde, jemand hütet mich mit der Kante der Bürotüre. Sie sagen, dass ich mich beruhigen soll? Was ist denn das hier für ein Saftladen, was? Ich kack ihnen gleich die Bude voll. Sie sind böse, ich trau ihnen zu, sie tun was Schlechtes. Vielleicht wollen sie mich ja gleich mit ihrem Kugelschreiber erstechen. Er haut mir ins Gesicht und sagt mir: Jetzt halt deine Fresse. Und seit dem Tag ist eigentlich alles gut. Ich glaube, mein Tod ist ganz nah. Ich verfall dem Wahnsinn, mich packt die Panik. Vielleicht werde ich ja vom Bus überfahren oder verschluck aus der Dönerbox die Plastikgabel. Ich glaub, das war's, denn mein Tod ist ganz nah. Ich blick in den Spiegel, seh den nackten Wahnsinn. Vielleicht komm ich auf die Drogen nicht klar oder verschluck aus der Dönerbox die Plastikgabel. Total lustig, bin behindert, weil dann kümmert mich der innerliche Frust nicht. Ist das normal oder bin ich in meinem Kopf nicht gesund? Denn warum weine ich so oft allein, vollkommen ohne Grund? Ich